So, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja doch ein bisschen was zu tun, um unsere Wand wieder fertig zu bekommen. Und ja, das scheint mittlerweile auch ganz gut zu klappen. Ich war jetzt hier gerade noch ein bisschen Holz kloppen. Die restlichen Samen setze ich noch kurz hin. Und dann kann es eigentlich schon weitergehen mit der fröhlichen Bau-Action. So, hier noch, da noch, da noch. Upp, so. Ja, und ich war die letzte Folge im Überlegen, wie mache ich das mit der zweiten und dritten Wand. Also ich mache es jetzt wirklich so, dass die zweite Reihe komplett aus Holz wird. Also aufgewertetes Holz. Mehr braucht es da nicht, das ist einfach bloß noch ein bisschen so als Reserve. Weil wir können da komplett mit Holz reparieren und ja, das sollten wir dann auch tun. Ich müll mich bloß noch kurz aus, das nehmen wir auch noch mit. Weil es einfach letzte Folge nicht mehr geklappt hat. Ich war ja doch ein bisschen unterwegs. So. Du kommst hier rein. Die Pillen braucht man und... da rein. Mittlerweile haben wir ja doch einen ganz ansehnlichen Vorrat an Holz und Material. So, Federn. Muni. Ja, Knochen kommen da noch rein. Schwupp. Ja, und so viel mehr können wir jetzt eigentlich gar nicht raushauen, weil... ja. So. Okay, gut. Dann 400 Stück sind durch. So, langsam und mit Gefühl das Ganze wieder angehen. Ich darf hier nicht so hodeln. Uns rennt technisch gesehen nichts mehr davon. Die Wand, die steht soweit. Die wird jetzt zwar noch aufgewertet und ja, eine zweite Schicht von dem und eine zweite Schicht von dem noch dran. Ja, und hier mit dem Eingang, denke ich, werde ich es ähnlich machen wie auf der anderen Seite. Ja, und dann gibt es jetzt einfach mal wieder fröhliche Bau-Action. So, dich machen wir hier noch heile. Ja, und die Holzwand, die mache ich 3 hoch, damit ich die Betonwand insgesamt 4 hoch machen kann. Ja, und das ist so eine Sache, das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Fülle ich das jetzt hier auf oder... egal, das sieht man dann eh nicht mehr. Da können wir uns bei der dritten Wand was einfallen lassen. So. Frames haben wir hier noch einige. Was craften? Ja, da craften auch noch 165. Stopp. Okay, gut. Das müssen wir hier ein bisschen anders machen. Denn das soll ja die Außenwand sein. Das heißt, es darf hier maximal bis dahin gehen. Ich weiß, vielleicht könnt ihr euch das noch nicht so vorstellen, wie ich jetzt mein, aber ihr werdet es ja dann sehen. So. Es kriegt hier alles noch eine schöne Holzverkleidung. Ja, und wir steigen ein Level nach dem anderen ab. Das geht gerade so ultimativ ab. Das ist richtig, richtig spitze. In der Zeit, wo ich farmen war, hier zwischen den Folgen im Zeitraffer, bin ich, glaube ich, auch allein 2 Level aufgestiegen. Ja, und wir haben ordentlich Skillpunkte mittlerweile zum Verteilen. Oh, und kein Zement und Beton mehr. Gut, dafür ein Haufen Holz. So... ich hole mir mal schnell Nachschub. Dass wir zumindest die Betonwand etwas reparieren können. So. Ja, die Welt ist es nicht, aber wir können mitarbeiten. Mensch, ist schon wieder fast Nacht. So, ich möchte meine Wand insgesamt 4 hoch machen. Ja, doch 4 ist, denke ich, okay, weil dann kommen sie nicht oben ran.
Wenn ich es jetzt 2 hoch mache und hier dann schon den Spider-Schutz. Spider? Nee, Spider-Schutz, so rum. Den Spider-Schutz hinmache, also diese Gitter, dann können sie trotzdem von unten dagegen schlagen, auch wenn sie keine Spiders sind. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen, ja, sollten wir es tatsächlich hier überall 4 hoch machen. Und dann wird es halt da hinten 5 hoch, aber das füllen wir dann später einfach irgendwann mal mit Dreck auf. Wir kriegen da hinten, weil ich einiges buddeln werde, einiges an Dreck raus. Können wir dann davon hier gleich wieder zum Auffüllen verwenden. So, Mensch, das dauert ganz schön lang mit dem Reparieren hier. Okay, gut. So. Die Betonwand dahinter, die wird dann noch eins höher gemacht und dann, ja. Dann nimmt es langsam Gestalt an. Hier wird sicherlich keiner hochkommen, aber der Optik halber werde ich das Ganze auch noch so aufwerten, beziehungsweise oben noch eine Reihe Frames dann machen. Weil ich finde es blöd, wenn die Mauer unterschiedlich hoch ist. So, und der noch. So, und dann alles hier doppelt aufstufen und dann war es das auch schon. Da brauchen wir jetzt gar kein Eisen verschwenden. Bisschen haben wir noch, bevor es dunkel wird. Ja, und ab und zu mal umgucken, das schadet auch nicht. Nicht, dass hier auf einmal wieder eine Horde Hunde hinter uns steht. Weil derzeit komme ich noch nicht hoch. Ich muss erst den Aufgang machen. Ja, wobei, das könnte ich eigentlich jetzt auch gleich machen. So. Und diesen Sledgehammer, den möchte ich mir mal machen und ausprobieren. Der war in den letzten Versionen immer nicht so der Hit, weil er so ewig zum Zuschlagen braucht. Und ja, es ist halt doof, wenn der Zombie, den man hier gerade eins überziehen will, schneller ist mit dem Schlagen, weil wenn man dann nicht trifft, dann ist man gestunt und gerade hier auf Insane. Ihr habt jetzt die letzten Folgen mitgekriegt, 2, 3 Schläge, manchmal hat auch einer gereicht und Sayonara hier. Und wieder Level Up! Mann, Mann, Mann! Wir kriegen ja mittlerweile die Level einfach so hinterhergeworfen. Sobald es dunkel ist, da können wir uns in der Nacht wirklich mal drum kümmern, wie verteile ich meine Skillpunkte sinnvoll. Vielleicht können wir ja noch den ein oder anderen in Quality Joe reinbuddern. Was dann für die nächsten Loot-Touren gar nicht mal verkehrt wäre. So, na ja, Holz haben wir hier noch einen guten Vorrat. Das geht uns jetzt erstmal nicht aus. Und auch noch Rasenmäher, Mann. Ja, möchte ich später auch noch machen. Dass uns einfach das Zeug beim Spike-Gesetzer nicht so im Weg ist. Ein bisschen Gras zum Skill von Äxten bzw. dem Werkzeugskill ist ja auch nicht verkehrt. Obwohl wir da, glaube ich, mittlerweile fast 1000 Stück haben. So. Wow. Wo? Ach ja, genau, noch so eine Sache. Da ist sie. Die Quest mit den... Mit den 3 Schreihalsen, die habe ich abgeschlossen. Oh! Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da kommen doch keine Hunde. Shit! Ja, das war's dann auch. Gut, jetzt halt schnell raus, Zeug holen und schauen, dass wir wieder reinkommen. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Ja, und siehst du, Scoby Boy hier. Das ist doch hier gar nicht so wild, wenn man stirbt. Man muss bloß ruhig bleiben. Und mit dem vollen Magen ist man auch nicht so gestresst. So. Scheiße. Gut. Hier ist die und... Wo ist unser Rucksack? Der ist... Hä?
Ach, da. Wo ist der Wauwau? Egal. No. Und wieder rein. Ja, und mit den Spikes hier innen muss ich mir auch irgendwie was einfallen lassen. Ich würde ganz gern irgendwie so einen Durchgang machen. So, komme ich an dich ran? Komme ich hin? Nee. Wow. Ne, okay. Auf das Sandwich kann man, das kann man verzichten. Ich habe auch nicht mehr vor, die Dinger zu sammeln. Ich meine... Oh, jetzt komm schon. Ich komme nicht hoch. Es ist 9:30 und ich komme nicht rein. So, jetzt. Ja, und da hinten ist... Das ist was... Das gefällt mir überhaupt nicht. Da wird die Wand zwar so gemacht, aber hier werde ich... eher vermutlich abgraben. Oh, ich blute schon wieder. Woher blute ich ihn? Ja, ja, hier in dem Verband. Alles ist gut. So, und mal mein ganzes Zeug wieder anziehen. Den scrappe ich jetzt, der ist eh für den Arsch. So. Ah, du da, du da, du da, du da, du da. Nope. So, so rum. Das können wir dann wieder reinklatschen. Gut, das... Das war's jetzt hier erstmal. Hier klatsche ich mal sicherheitshalber noch ein paar Hände, dass jetzt die das als Treppe verwenden. Oh, und Licht. So. Ja, die Reihe könnte ich eigentlich auch schon wegkloppen. Beziehungsweise erstmal hier aufwerten noch. Und den Rest, den machen wir dann von draußen. Aber das machen wir dann erst wieder, wenn es hell ist. Dann vermeiden wir hoffentlich böse Überraschungen. So. Und wenn hier draußen mal überall die Spikes stehen, dann reicht das... Oh, schon wieder bluten. Ja, Verbände müssen wir es auch mal einen Schwung neu machen. Das funktioniert dann noch nicht ganz so gut. Ey. Moment mal, wollen die mich jetzt gerade verarschen hier? Also entweder ist das jetzt gerade ein Bug oder ich habe jetzt geschafft, dreimal hintereinander mir so dermaßen den Arsch aufzureißen. Ja, 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 hier. Ich nehme jetzt normale mit. Es reicht für daheim rum. Ja, anscheinend. Okay. Spikes sind nicht gut zu mir. Auf der einen Seite schützen sie das Leben und auf der anderen Seite, ja, bringen sie den Tod. Ah, ja gut. Der ist eh schon so gut wie hinüber. Und über kurz oder lang können wir das dann auch eventuell mal mit Dicken austauschen. Bloß momentan ist es noch nicht so, dass die Mauer sicher ist. Und ich möchte es vermeiden, dass wenn hier jemand reinkommt, dann irgendwie eine halbe Stunde auf dem Haus rumkloppen kann. Ohne dass hier was dagegen getan wird. Und das verhindern halt die Spikes dann doch ganz gut. So. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn hier erstmal ein Weg außenrum ist. Oh, und ich mache Geräusche ohne Ende. Wow, und jetzt friert es mich. Naja, dann schufte ein bisschen mehr hier, Frau. So. Aber die erste neue Betonwand, die ziehen wir dann vorne. Okay, ich verzieh mich. Ich verzieh mich. Schneller. Oh.
Oh, das war ein Mördersprung. Und ist das Horde oder ist das hier? Okay. Nein. Hört sich wie Horde an. Wo? Ich sehe nix. Ist vielleicht auch besser so. Oder hinten. Okay. Hast mich überzeugt. Was denn? Oh ja, irgendwie check ich es gerade gar nicht. Ich habe geblutet, aber woher? Mann, momentan ist es egal, wir sind auf 70 Cap wieder unten, aber es muss ja nicht sein. Und warum bluten wir jetzt so leicht? Das, oh. Naja, zumindest der Rucksack direkt vor der Haustür. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wir haben jetzt an den Stacheln innerhalb von 10 Minuten viermal geblutet. Da ist der Witz dann irgendwie raus. Ja, 365 Spikes. Das sollte jetzt auch erstmal genügen. Und ich verstehe es nicht. Reißen uns die kleinen Spikes hier echt so den Arsch auf? Du noch weg und du noch weg. So. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich riskiere es jetzt einfach, weil es ist eh egal, ob wir sterben oder nicht. Ich muss jetzt mal... Okay, ich bin hunted. Oh. Wo bist du? Und du noch? Nee, nicht. Dann eben nicht. Ja, und das Mal gibt's in der Folge ein bisschen mehr Zeitraffer-Action. Ich hänge jetzt hier noch ungefähr 10 Minuten oder was dran. Vielleicht auch den kompletten nächsten Tag, je nachdem. Vielleicht aber auch nicht, denn ich brauche jetzt dringend noch weiterhin am Material. Uns gehen die Steine aus. Ich gehe jetzt in den Keller, klopp noch ein bisschen Steine. Beziehungsweise kann ich in der Zeit auch die Mauer draus machen. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Und in diesem Sinn, lasst es euch gut gehen. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ade.